Das hat er am vergangenen Freitag zweimal gegen Post Schwerin getan, als man zwei Tore erzielte und dann per Abseitsruf der Dynamo-Abwehr auf Abseits entschied und die Tore aberkannte. Aber die Proteste sind normal. Weil am Ende darf man nicht vergessen, wir sind alles Freizeitfußballer, die hier mit Spaß und Engagement dabei sind. Und da ist natürlich dann trotzdem immer ein bisschen Ehrgeiz dabei. Vor allen Dingen, wenn es in solchen Spielen gegen die SG Dynamo oder auch den Zweitplatzierten der Liga Turbine Schwerin geht, da ist natürlich immer besonderes Prestige dabei. Ja, da verliert Sauer den Ball. Der Pass auf Sebastian Wilk. Und dann pfeift der Schiedsrichter hier das Offensivfoul zurück. Jetzt haben wir den angesprochenen André Mathé, den Libero am Ball. Der lange Ball. Kein Problem für die Dynamo-Abwehr. Und dann schöne Übersicht von Stefan Lippmann. Der herrliche Pass von Helge Miesow in den Strafraum. Aber dann ist der Ball etwas zu steil, um ihn kontrolliert in die Mitte zu bringen zu können von Stefan Lippmann. Aber es scheint so, als würden die Postler jetzt langsam aufwachen und merken, dass sie mehr machen müssten. Unter anderem bis jetzt noch nicht zu sehen Kapitän Tobias Mohr. Auch im Sturm. Zu wenig Bewegung derzeit noch. Um da mal den entscheidenden Pass durchstecken zu können. Und dann solche Abspiele von Stark auf Jonuscheid. Das ist natürlich mit viel Laufarbeit verbunden dann. Vor allen Dingen bei so einem Wetter. Und dann pfeift der Schiedsrichter hier nicht abseits. Also ich sitze genau auf der Höhe. Der steht mindestens 2 Meter im Abseits. Und Rieseneinsatz von Jörg Reisenauer, wie er sich den Ball noch holt. Der Ball kommt aber direkt vor die Füße von einem Dynamo-Spieler, der schießt den Ball an den Pfosten, den Abpraller kriegt wie der Daniel Schmidt. Aber aus meiner Sicht eine klare Fehlentscheidung, denn der Pass auf Schmidt, der steht klar im Abseits. Und dann ist der Frust der Schweriner, der Postler natürlich verständlich. Tja, gute 20 Minuten gespielt. 2:0 für Dynamo Schwerin. Vom Spielverlauf her in der Höhe nicht verdient. Aber eben auch das ist Fußball.
reißt du jetzt mal zusammen langsam! Alter, Kopf! Schau mal einen Block an! Jawohl! Schau mal einen Kopf! Und dann mal auf rechts außen jetzt Thomas Wag. Setzt sich das schön durch. Die Flanke. Und dafür passen drei Postler in der Mitte den Ball am kurzen Pfosten. Mohr und Lange. Und dann völlig freistehend Helge Misow. Der holt sich den Ball aber zurück und holt zumindest die Ecke heraus. Riesenchance für die Postler. Hier auf 1-2 zu verkürzen. Tja, und aus einer eigenen Ecke den Ball wieder in die eigene Hälfte zurückzuspielen, das resümiert die ersten 25 Minuten recht gut, was der SV Post hier seinen heimischen Fans anbietet. Kaum Anspielstation vorne. Und dann unnötige Fehlpässe, jetzt vielleicht mal Platz von Stark. Und Sauer verliert am Mittelkreis den Ball. Der Pass nach vorne auf Wilk. Aber der abgeklärte und routinierte Thomas Jonoscheid kann den Ball hier zurückerobern. Wird am Ende der Saison seine Karriere beenden. Und mit seinen knapp 30 Jahren aus dem Fußballgeschäft zurücktreten. Geht's noch? Annehmen. Und schießen. Kaio wollte ihn mit dem Flugabfall machen, aber irgendwie war der Fuß im Weg. Ja, bestimmt hat man die Sprüche eben von der Postbank gehört. Und jetzt sieht man hier am Bild den 17er Helge Misow, der eben die Großchance für Post-Schwerin vergeben hat. Spitzname Kaio rührt einfach daher, dass der gute Mann Eintracht Frankfurt-Fan ist. Und der kleine, dicke Kaio von der Frankfurter Eintracht so eine ähnliche Spielweise wie Helge Misow aufweist. Wer da was von wem abgeguckt hat, man weiß es nicht genau. Tja, noch sowas gibt's noch. Falscher Einwurf. Zustell! Helge, binde mal zwei. Binde mal zwei hier. Mach mal Platz hier. Binde mal zwei hier. Mein Arm ist länger als ihrer. Spielen Sie weiter Fußball? Das sieht gerade. Oder ist Einwurf? Aber Ihren Kommentar. Für wen? So, und dann gab es mal ein Machtwort vom Schiedsrichter gegen Friedrichsdorf, aber auch auf der gleichen Seite